So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir machen sie wieder, die 18K-Runde. Das bedeutet drei Runden, unendlich viel Zeit und wir versuchen genau herauszufinden, wo wir sind. Wir starten mit Runde 1. Na, täglich grüßt das Murmeltier. Die 18K-Runden nehmen sich teilweise relativ schnell auf. Südosten. Und gerade wenn man so gute Startpositionen wie in der letzten Folge hatte, dann ist es schwierig, oder nicht schwierig, dann kommt man in so einen Flow und dann wiederholt sich oft alles. Niederlande nicht? Oder sowas? Oparts oder Belgien oder so? Luxemburg? Es sieht irgendwie runtergekommen aus für Niederlande. Aber klar, die können ja auch nicht überall super aussehen. Tilsalk-Lege. Nee. Dänemark. Cerrojade. Okay. Würde auch den Straßenzustand besser erklären. Boligsgelkalbet. Okay. Haben die gelbe Kennzeichen? Ah. Warte mal. Sind wir nicht mal in Europa? Sind wir doch. Hä? Total verwirrend. EU-Kennzeichen, nur weiße Kennzeichen und gelbe Kennzeichen. Oh, das ist ja gemein. Dann ist da ein Niederländer zu Urlaub in Dänemark oder so. Oder haben die auch vielleicht mehrere? Da ist wieder eins ohne EU. Sag mal, von wann sind die Bilder? 2019. Parkering, Par, Forter, Tildat. Ich bin noch skeptisch. Ich bin super skeptisch. Kiosken. Aber irgendwie für Dänemark sieht's zu runtergekommen aus. Keine Top-Länder-Domain dran. Horsen Volksblatt. Boutiquen. Blue-Jiddling. Okay, es würde mir eh nicht helfen. Wir müssen ja herausfinden, wie die Stadt heißt. Das heißt, wir geben ein bisschen Gors. Zwei Tankstellen gegenüber, immer sehr gut, um es später zu identifizieren. Eine Uno X. Ich auch noch nie gesehen. Uno X. Und eine MJ irgendwas. Nordicals. Okay. Human Trust? Badenische Schilder, Straßenschilder sehen ja eigentlich anders aus, oder? Silkeborg. Silkeborg. Aber das passt schon wieder zu Dänemark. Sehen wir denn einen Silkeborg? An der 52. Hier ist die 52. Silkeborg. Okay, wir sind hier irgendwo. 45 Kilometer, aber weg davon. Nach Norden. Welge. Welge. 25 nach Westen. Horsens. Ja, dann werden wir in Horsens sein, weil Horsens habe ich gelesen. Okay. Das ist gut. Und wir stehen jetzt in der Boligsgelkalbet. Ich meine, so viele Straßen haben die ja nicht. Boxiwegekalbel.
Ecke, wie heißt die Straße, die andere? Steht nicht hier, doch da. Ecke. Hey, lass mich nicht rumfahren. Oh no. Jetzt. Gielangaske. Wahrscheinlich ist hier ein Buchstabe leicht anders. Bogiswangesgadje. Bulligsekabel. Da fehlt ein K. Okay. Na, das wird ein Spaß. Wenn die alle so ähnlich heißen. Bogikabel. Bogikabel, Ecke. Gilanstabagel. Bogimas Backen. Ostergarde hatte ich auch gesehen, glaube ich. Landsmarkway hatte ich, glaube ich, auch gesehen. Also so weit können wir hier gar nicht weg sein. Da sind wir so rumgesprungen. Hatten wir irgendwas Markantes hier bei uns? Nee, oder? Ein Aldi oder sowas? Nee. Ich speichere mir mal die Ecke ab. Ein Firelli. Ein O2 Parts. Ein Dansk Billglas. Hilft auch nicht. Wir gucken mal, wie die große hier heißt. Normalerweise kenne ich in Dänemark, stehen hier unten immer die Straßennamen dran. Dass die irgendwo an Schildern stehen, kannte ich noch gar nicht. Das hat mich total rausgebracht. Hier steht's gar nicht dran. Die beiden Tankstellen Richtung Norden waren die, nicht? Die können ja eigentlich nur hier sein. Circle K? Nee. Ja, wir sind doch noch hier unten gewesen. Ich sehe keine zwei Tankstellen. Gut, die müssen halt nicht eingezeichnet sein. Das kann auch sein. Buski Center. Bilka. Okay, das Bilka könnten wir aber finden. Bilka und Coconut. Ein Ilva. Ein Ilva und ein Bilka. Ein Ilva und ein Bilka. Netto? Hatten wir nicht ein Netto? Boutique? Irgendwas mit einer Boutique hatten wir auf jeden Fall. Ne, hier steht Way. Ich dachte, da stand Cable, aber stand's nicht. Jorgensen. Njysk. Beka in Ilva. Hier. Und die sind Richtung Nordosten, ja. Hä, sind wir über Wasser gefahren? Krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, hier sind wir drin. Da. Julda Sangaldevei. Ecke.
Unseren Weg gibt's wieder nicht. Hier, Bollingsgang Kabel-LED. Ach, der heißt in der anderen Richtung anders. Okay, dann stehen wir hier. Wir gucken nochmal, ob der auch in der Richtung anders heißt. Irgendwas mit Turnsgarde, ja. Okay. Und wir stehen auf der Seite hier. So würde ich sagen. Bengo Bongo. 0,59 Meter. Und damit auf in Runde 2. Also ein komischer dänischer Ort. Ein sehr komischer dänischer Ort. Ich würde Jordanien sagen. Ich würde sogar ein Wild Guess abgeben, dass wir bei Graresa oder sowas sind. Hat so ein bisschen den Vibe. Sofern man von Ich war einmal da Vibe reden kann. Nicht Vibe W-I-B, sondern V-I-B-E, nicht wahr? Nicht verwechseln, bitte. Und hier haben wir doch ein Schild des Glücks. Wir sind an der 35. Würde passen. Und Al-Mastaba. Das Mastaba. Also war gar nicht so schlecht, meine Raterunde. Und dann dürften wir hier irgendwo vorstehen. Also hier wahrscheinlich. Bei der Baumschule. Die 336 führt noch ab. Ist auf jeden Fall Interchange. Vom Namen her kann ich es nicht unterscheiden. Die 336 ist zumindest nicht eingezeichnet. Gut, könnte jetzt nur der Intersection Name sein. Könnte aber auch sein, dass die woanders leicht ist. Ich glaube, dreistellige sind hier nicht eingezeichnet, nicht wahr? Hier wäre 25. Und Mastaba ist hier. Also, und das liegt südwestlich. So, und da vorne macht es eine Kurve nach Süden. Ja, guck, das ist das hier. Das heißt, irgendwo hier sind wir. Und wir stehen Richtung Nordosten. Richtung Osten geht eine Straße ab. Das könnte die hier sein. Macht so einen Knick. Das heißt so. Also erst nach Nordosten und dann nach Osten. Tja. Ich meine, hier sind noch ein paar Geschäfte. Und nach Südwesten, da kommt die Kurve. Wir sind aber in der zweiten Kurve. Und die sehe ich nicht. Die ist nämlich auch langgezogen. Dann sind wir auf der Seite hier. Da stehen wir. Das ist sie. Nee. Die ging ja nicht nach Norden und die ging ja nach kurz Norden und dann nach Osten. Nee, kann die auch nicht sein. Baumschulen. Warum so viele Baumschulen? Hier vielleicht. Aber nee. Hier sind wir zu dicht drin. Würde ich sagen, von der Besiedlung. Irgendwo in dem Gebiet hängen wir rum. Shit.
Und wer weiß, ob die Straße hier überhaupt eingezeichnet ist. An den Geschäften selber kann ich mich auch nicht orientieren. Wir fahren mal nach Nordosten. Und hier geht noch eine Straße ab. Ich glaube, wir müssen das über diese eingezeichneten Straßen machen. Anders kommen wir da nicht hier rum. Oh, was kommt hier? Die 25. Irbit Ramda. Irbit Ramata. Ramata. So, und das würde dann über die 25 laufen. Das wäre... Habe ich da auch schon hier gesehen. Das ist auch sehr gut. Gelb auf grün. Da oben ist die 25. In 50 Kilometern und Ramata in 45. So, das ist doch mal aber eine gute Sache. Jetzt gucken wir mal. Was sind denn 50 Kilometer? Und zwar sind 50 Kilometer das hier. Das sind 50 Kilometer. Das heißt, wenn ich das nehme, dann sind wir noch weiter südlicher, theoretisch. Wenn ich meinen Finger so anlege und dann von Irbit runtergehe, im Zirkel, wären wir sogar hier irgendwo. Aber das würde ja noch weniger Sinn machen. Weil dann wären wir hinter Mastaba und das geht ja nicht. Mastaba liegt in 1 Kilometer Entfernung. Das heißt, wir könnten hier sein. Aber ich glaube, das hier gehört alles zu Mastaba. Und das ist ja die Intersection, die steht dran. Und da wir nicht die 20 dran stehen haben, müssen wir auf der 35 sein. Sonst würde 20 dran stehen. Aber krass, wie markant die Gegend ist, nicht? Ich bin da direkt hingegangen, weil ich das wiedererkannt habe. Ich bin nämlich schon mal über die Autobahn gefahren hier. Und zwar sehr lang, fast bis Amman runter, weil da wusste ich nicht, wo das hier ist. Oder welches Land das ist. So, da steht doch was. Vielleicht können wir uns an der Firma orientieren. Nach Marsa auch da, nicht? Umdrehen, Akaba, umdrehen. Was mich wundert, ist, dass Gerasa gar nicht dran stand. Annum Ami. Ja, wahrscheinlich zählt das alles noch zu der Stadt. Jerash. Jarash, okay. Das ist ja hier. Ach, das ist Jarash, nicht? Gerasa? Nee. Ich glaube, das wurde anders geschrieben, nicht? Das Gerasa ist falsch. Deswegen habe ich mich damals nämlich zu Tode gesucht, weil das hier was anderes ist. Und nur an der Jerash, das heißt Jarash, und wir schreiben es Gerasa. Jerash, hier. Genau, das ist Jerash. Okay. Ah, das war nämlich genau deswegen, habe ich ewig die Stadt gesucht und nicht gefunden. Damals. Okay, und ich dachte, hier ist irgendwas Besonderes. Use Lower Gear. Hilft uns auch nicht weiter. Ist das eine Bushaltestelle? Ob die noch eingezeichnet ist? Wäre schon mal gut, wenn wir irgendeinen Punkt identifizieren könnten.
das Ding hier zum Beispiel nach Norden. Das muss man doch sehen können. Eine Töpferei. Das dran steht. Die liegt westlich. Also auf der Seite. Hier wäre auch der U-Turn. Ich fahre mal weiter. Hier wäre noch eine Straße nach oben. Geht nach Osten, Norden, Osten. Warte mal. Nach Norden, Osten Dingens. Aber die hätte ich jetzt gesagt, ist... Oh, wo ist sie denn hin? Ist so eine hier. Hätte ich gedacht, nicht? Dass es die ist, weil die teilt sich da oben auch nochmal. Also kann die das nicht sein. Die hier kann es auch nicht sein. Aber hier ist der U-Turn auf jeden Fall. Einmal links, einmal rechtsseitig. Das könnte das Ding hier sein. Das hier ist das Ding, ja. Das heißt, wenn wir jetzt noch weiter nach Norden fahren, müsste ja dann eine große Auffahrt auf der rechten Seite auftauchen. Hätten wir zumindest die Höhe nach Norden schon mal abgesteckt. Und was ist hier? Nix. Sehr merkwürdig. Also kann es nicht die Stelle sein. Oder in den Bildern gab es das damals noch nicht. Die sind von 2018. Nee, dann glaube ich schon, dass das passt, weil die Straßen sehen recht neu aus hier. Also die würde komplett fehlen. An der Universität sind wir auch nicht vorbei. Wie sieht denn das hier mit den Hügeln aus? Weil eigentlich südlich, südöstlich geht's höher. Das passt schon hierzu. Ich glaube, wir müssen uns das auf Paint aufmalen. Das ist echt eine harte Ecke. Aber Paint hat uns bisher selten im Stich gelassen. Arjun Castle. Arjun Castle. Ah, das Problem ist, ich kann hier wenig identifizieren. Eine Tankstelle oder sowas Eindeutiges, nicht, was man unterscheiden kann, wo man wirklich sagen kann, ah, das ist so ein Laden. Hier ist es nämlich schon wieder so eine Art Töpferei. Oh, da stand das gelbe Schild, das war gut, oder? Ah, nee, ich dachte, da stand ein Name drauf. Ja, gut, wird wahrscheinlich draufstehen und ich kann ihn nur nicht lesen. Ein Fußgängerübergang. Nein, der wird auch nicht eingezeichnet sein. Jetzt fahren wir nach Norden. Nach Osten geht's hoch. Ja, so weit kann ich doch gar nicht weg sein. Hallo Toastpulver. Bis jetzt keine markante Stelle an der Ecke. Und jetzt fahren wir rum nach Osten. Was haben wir da? Slow down Police Station. Oh, die können wir vielleicht sehen. Das wäre nicht schlecht.
Ich glaube, wir sind hier sogar schon wirklich drin in der Stadt. Auch wenn es nicht so aussieht. Trucks, Compulsors. Also da vorne könnte eine Police Station sein. Total Gas Station hatten wir nicht. Supermarket hatten wir nicht. Ich glaube, die ganzen kleinen Straßen sind einfach nicht eingezeichnet. Lebensmittelhändler, Baumschulen, Baumschulen. Hier sind 1000 Baumschulen. Grundschule. Und hier sind auch mehr Häuser als bei uns. Das passt also auch nicht. Aber Polizei sehe ich auch hier nicht eingezeichnet. Shit. Oh, oh, oh. Oh, oh, aber da ist nochmal ein Schild. Aber die helfen halt gar nicht, die Schilder gerade. Da stehen halt immer die gleichen Dings drauf. Also nach Jarasch geht es über irgendeine Wendeschleife. Das wird aber nicht das hier sein. Sonst wären wir ja jetzt hier schon. Ah, das könnte diese kleine Wendeschleife vorhin gewesen sein. Aber eine Patrol habe ich nicht gesehen. Das ist die andere. Aber auch eine Gasstation habe ich auch nicht gesehen. Aber hier ist die andere Wendeschleife. Sind wir vielleicht dann hier vor der Universität? Das könnte sein. Dass wir hier stehen irgendwo. Unser Dings am Startpunkt geht hoch und dann nach Osten weg. Nicht Nordosten, Osten. Aber sowas sehe ich hier nicht als Weg. Deswegen haben wir auch das hier nicht gesehen bisher. Okay, ich glaube, es wird Zeit für ein gewisses Tool, was wir lange nicht mehr gebraucht haben. Das Paint-Tool. Das göttliche Paint-Tool. Okay. Norden, Osten, Süden, Westen. Oh. So. Da haben wir hier unseren wunderschönen Kompass. Ah, es ist zu lang. Ich muss mal anordnen. Paint. So, dann passt's. Und wir machen erstmal unseren Startpunkt. Zeichne ich ein. Und wir gehen zurück zum Start. Wir starten leicht nordöstlich, aber mehr östlich und mehr westlich. Also so. Und von unserem Startpunkt aus geht eine Straße nach noch mehr Osten. Um dann nach Südosten zu gehen. Also sowas oder irgendwie so. Dann machen wir einen Bogen und landen nordöstlich. Und zwar richtig nordöstlich. Oh, das wird heftig. So. Um danach gleich in der nächsten Kurve die langgezogen ist, das ist schon mal gut, auf eine östliche Gerade zu kommen. Also sehr langgezogen nach Osten. Dann kommt das Schild und dann kommt wieder eine langgezogene Kurve.
Das ist das andere Schild, was wir analysiert hatten. Er lässt mich nicht vorwärts. Sag mal. Okay, und die führt uns auf einen nördlichen Abschnitt. Sogar sehr nördlich. Also, langgezogen nach Norden. Okay, sieht jetzt nicht gut aus. So. Dann kommt hier diese Abfahrt. Und hier auf der anderen Seite auch eine. Na, so. Ich hätte gedacht, eine von beiden müsste man ja sehen. Und dann kommt wieder eine langgezogene. Eine sehr große, langgezogene. Kurve, die uns nach Nordosten führt. Okay. So. Dann haben wir den nördlichen Teil abgegolten. So, sehen wir das schon? Ich sehe hier so ein... Sag mal, sind wir hier unten? Das ist der Teil hier. Aber ich sehe, die Interchange kam ja nicht, nicht. Und das Ding hier kam nicht. Aber das würde hier unten diesen Knick mit Norden erklären. Hier sind wir. Hier sind wir. Da sind die beiden Abfahrten. Okay, wunderbar. So weit südlich. Okay, wieso? Ach, und deswegen ist Masterbahn nur 1 Kilometer. Warum ist diese Interchange südlich von uns? Das ist natürlich komisch. Aber okay. Das ist zu eindeutig, nicht? Das ist die Kurve rum. Das ist die hier. Dann geht es in die Kurve. Das ist die hier. Und dann müssen wir eigentlich in der Kurve hier irgendwo stehen. Und da der einzige Weg, der abführt, da ist, stehen wir dort. Und ich sag Bengo Bongo und 4,66 Meter. Paint hat uns wieder den Orschel gerettet. Vielen Dank, Paint Tool. Ich hätte es nicht gefunden ohne Paint, nicht? Ich wäre nicht so weit südlich gegangen. Aber es stimmt, als ich die Finger angelehnt habe, nicht? Ich habe gesagt, das hier sind 50 Kilometer. Und dann habe ich meine Finger genommen. Und da bin ich nämlich rausgekommen von Irbit an dieser Stelle hier. Und dann dachte ich, na, das kann ja nicht auf Masterbars Höhe sein, wenn Masterbar x Kilometer weg ist von uns. Aber dann ist das hier nicht Masterbar, sondern das da. Und die meinten den Abstand hier. Das ist natürlich übel. Okay. Aber damit haben wir die Runde 2 geschafft. Und es geht weiter nach Runde 3. So genau mache ich das eh nie. Ja, hier machen wir es super genau. Einer muss es ja genau machen. Schludern kann jeder. Ungarn. Schlendrian und Schludrian lassen wir hier nicht einziehen. Oder steht Nu. Aber ich glaube Hungary. Sieht auch von der Sprache korrekt aus. Ist auch EU-Autos. Ich glaube, ich war an der Stelle schon mal. Wie ein Straßenname. Oh, ich glaube, die war fies, die Ecke. Wenn es die gleiche ist. Ah, wir fahren erstmal.
Ich mache 0,1 Sekunden No Blink. Ich darf das. Ja, das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Das würde mir gar keinen Spaß machen. Ich will doch was sehen, gerade bei Geotastic. Mir Orte angucken. Komische Sachen finden. Was es alles in der Welt zu entdecken gibt. Das macht doch viel mehr Spaß. Ich muss aber sagen, in den letzten Runden sind wir wenig rumgefahren. So viel gab es da jetzt nicht zu sehen. Gerade in Jordanien nicht. Ich brauche dieses Rumfahren und gucken. Das ist ja quasi der Urlaubsersatz, wenn man nicht im Urlaub ist. Und Hektik habe ich auf Arbeit. Da muss ich 0,1 Sekunden Blink machen. Ich will ja nicht arbeiten in meiner Freizeit. Da will ich ja Freizeit haben. Ich verstehe zum Beispiel auch sowas wie Shooter und stressige Spiele wie Horror nicht, dass das entspannt sein soll. Ich meine, gut, jeder ist da anders. Aber für mich wäre das purer Stress und Arbeit, solche Spiele. Deswegen spiele ich sowas halt nicht. Lasselberger. Der gute Lasselberger. Jetzt haben wir ihn. Oh, das ist ja ein krasses Feld. Jetzt ist es abgeerntet, oder? Nee, da ist es. Wow. Das ist auf jeden Fall intensiver Mohn. Ich habe dieses Jahr keine Mohnfelder gesehen. Nur so ein paar vereinzelte Mohnblüten und ein halbes Sonnenblumenfeld. Ah, muss Mai oder so sein, nicht? Raps blüht gerade. Factorio habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt. Wurde mir gerade gesagt, Factorio wäre auch noch ein Spiel. Wir haben Foundry gespielt dafür. Let's Play noch auf meinem Kanal. Da haben wir doch mal was. Apache. Apache. Kisung Kajaja. Ach, Ungarn sind wir ja übrigens auch. Pff. Soll doch das richtige Land anklicken. Kisung Kahalas? Okay, es wird verdächtig ähnlich geschrieben. Nur hinten anders. Und was haben wir noch? Apache. Baja. Baja, 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 Mushroom, Mushroom, Baja, 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 Mushroom, Mushroom. Hayos. Igal, Tab, Ayak. Ich glaube, ich gucke nochmal weiter. Weiß nicht, ob die Sachen so deutlich auftauchen. Zumindest nicht in der Zoom-Stufe, denke ich. Oder ich übersehe es mal wieder. Das passt bei meinen Augen ja auch ganz gut. Factorio hatte, glaube ich, auch ein dickes Update bekommen. Bucky. Aber ich habe so viele Spiele und irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Und das sind so Spiele, wo ich denke, nee. Das ist genau wie Minecraft, habe ich nie gespielt. Habe ich mir mal angeguckt, habe ich keinen Zugang zu gefunden. Und dann, ja. Ich glaube, da muss man halt von Anfang an dabei gewesen sein bei solchen Sachen. Ja, Boogie wird auch nicht so das Riesending sein. Vielleicht, ich meine, hier fahren viele Trucks rum. Vielleicht gibt es hier eine Autobahn irgendwo. Schienen. Oh, hier können wir nicht weiter. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, wir waren hier schon mal in der Ecke. Es kommt mir alles so verdächtig vor. Wo sind wir eben lang gefahren? Wartet mal. Wir sind gefahren Richtung Westen. Okay. Das heißt, wir fahren jetzt nicht nach Süden, sondern nach Nordosten. Mal gucken, ob das hilft. Ich glaube, kann wir... Ja, super. Dreh mich um, Spiel. Kann wir nicht hier direkt in eine Stadt? Hinterm Wasser? Es sieht so ähnlich aus, aber ich glaube, es ist ganz woanders.
Weil das, was ich im Kopf hatte, da müsste hier rechts gleich nochmal eine große Mauer, ein Stromkraftwerk ankommen. Dann kommen wir auf den Kreisverkehr und dahinter in eine Stadt über eine Brücke. Aber ich glaube, das ist es nicht. Notfall gibt es ja Mods. Ja, okay. Aber ich bin zum Beispiel außer und auch jetzt im Nachhinein gar kein Freund von Mods. Auch bei Worker and Resources nicht. Da habe ich sie zwar exzessiv eingesetzt, aber mit dem Problem, dass das Spiel am Ende da nicht mehr funktionierte. Sauber. Und ich finde immer, Mods machen nur das gut oder beheben das, was eigentlich der Entwickler schon hätte machen sollen. Das ist ungefähr wie Selbstzahlerkassen. Warum sollte ich mich an eine Selbstzahlerkasse stellen, wenn jemand anderes den Job für mich machen kann? Warum sollte ich für jemanden arbeiten? Und so fühlen sich Mods an. Mods arbeiten für jemanden, der seinen Job nicht richtig gemacht hat. Indem er zum Beispiel kein DLC rausgebracht hat oder Sachen nicht gut designt hat. Bin nicht so der Mod-Freund. Aber das kennen die Leute, die hier öfter zuschauen, von mir, ja. Mods waren noch nie so mein Steckenpferd. Obwohl ich früher selber Mods designt habe für Mafia und Co. Boogie, Dabas, Taxong. Doch, da kommt der Kreisverkehr. Oder ein Kreisverkehr. Taxoni. Aber ich bin da eh sehr speziell bei sowas. Dabas. Ich finde auch, viele Mods sind einfach, entweder ercheaten sie halt viele Sachen oder sie verzerren halt den Schwierigkeitsgrad in eine positive oder negative Richtung. Zum Beispiel bei wie hieß das Spiel? Dieses Spiel, wo man mit drei Leuten auf dem Planeten abstürzt. Nicht Factorio. Rimworld. Jetzt hab ich's. Da war es zum Beispiel auch so, da habe ich auch Mods nur eingesetzt, um den Schwierigkeitsgrad runterzudrehen, weil ich den viel zu hoch fand, zum Beispiel. Und man konnte ihn nicht sauber einstellen. Entweder war das Spiel super langweilig oder viel zu schwierig. Da habe ich zum Beispiel eine Mod für benutzt. Aber, oder um die Person auszusuchen. Aber zum Beispiel die Person selber zu gestalten, habe ich nicht gemacht. Weil ich dann ja nur positive Sachen nehmen hätte können. Kunsepir, das muss man doch. Also eins von den Dingern muss ich doch sehen. Kunze-Marathon sehe ich. Aber es ist halt wie alles im Leben Geschmackssache, nicht? Manche mögen Kakao nicht, andere mögen Kaffee nicht. Aber bei mir wird man sowas weniger sehen. Taxionki, Taxoni. Ich glaube, viel besser kann ich es ja fast gar nicht treffen, oder? Gut, vielleicht steht vorne noch eine Straßennummer dran. Bei Minecraft oder Factorio brechen Mods entweder das, was der Entwickler nicht im Kopf hatte, oder spiegeln das wieder, was Spieler mit ihrer Erfahrung wissen. Okay, das nochmal. Finde ich nicht. Gerade bei Spielen wie Minecraft oder verübrigen Mods entweder das, was Entwickler nicht im Kopf hatte. Ja, aber dann ist es ein scheiß Spiel und ich sollte mir das Spiel gar nicht erst kaufen. Wenn ein Mod das aus dem Spiel macht, was es eigentlich sein sollte, dann hat das Spiel schon grundlegende Probleme und man sollte es gar nicht erst angucken. Finde ich zumindest. Und davon habe ich auch einige Spiele.
wo ich dann sagen würde, die Entwickler sollten kein neues Spiel machen oder dafür Geld kriegen, wenn man sie nur mit Mods spielen kann. Oder spielen das Spiel, was Spieler mit ihrer Erfahrung wissen. Ja, aber das macht doch das Spiel. Also, finde ich dann ja auch irgendwie kaputt. Hier steht nichts dran. In welche Richtung fahren wir denn? In welche Richtung fahren die LKW, ist die bessere Frage. Die werden Richtung Autobahn fahren. Da kommen kleine Autos her. War nicht vor uns ein LKW eben? Da könnte eine Autobahn sein. Hier fahren die LKW lang. Oder zumindest irgendwas wie eine Industrieanlage oder. Und meistens, was mich am Mods am meisten nervt, ist halt, du installierst sie, dann kommt ein Mikro-Update vom Hersteller und dein Spielstand ist im Arsch. Das nervt mich am meisten und das haben ganz viele Spiele. Selten, dass es wirklich kompatibel ist. Bei Worker and Resources zum Beispiel war es zum Glück so, dass Gebäude dann wiederverwertbar waren. Was aber auch da blöd war, dass manche Gebäude auch so Sheet-Gebäude sind, wo dann zum Beispiel 5000 Schüler und kein Wasserverbrauch, yeah! Und das macht natürlich auch das Spiel irgendwie komplett obsolet, nicht? Also man will ja gerade das, was der Entwickler sich gedacht hatte, auch spielen. Und wenn ich dann irgendwie sehe, jemand kauft sich einen Mülltruck, der irgendwie 8000 Tonnen Müll transportieren kann mit 15 Containern, das macht mir dann persönlich keinen Spaß, zum Beispiel zuzugucken, weil dann braucht er es nicht spielen. Dann kann auch einfach, das ist ja dann wie Buy to Win oder Pay to Win. Okay, das hilft nicht mehr, aber die fahren alle nach Kunzepar, nicht? Dann fahren wir da einfach jetzt mal lang. Und ein gutes Beispiel ist auch City Skylines. Also das Spiel, den zweiten Teil, können auch keine Mods mehr retten. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum überhaupt die Mods, die im ersten Teil alle benutzt haben, weil es unzulänglich war, nicht in den zweiten Teil als Standard eingeflossen sind. Sowas frage ich mich dann immer, warum ist ein Entwickler so dumm? Also er hat eine Steilvorlage, er hat einen ersten Teil, der gut lief. Er hat Mods, die das Spiel um gute Sachen erweitern eventuell, wo Spieler dann weitergedacht haben, so das, was du sagst. Aber dann am Ende machen sie alles anders und kaputt und nichts funktioniert. Und dann stehst du auch so da. Und dann dürfen wir der Modder warten, bis es eine Mod-Plattform gibt, weil sie nicht mal Steam unterstützen. Oh, sowas ist doch super nervig. Und dann hast du auch wieder das Problem, dass mit jedem Update dann irgendwas kaputt geht oder so. Oh, ey. Also ich bin auf jeden Fall ganz vorsichtig, was Mods angeht. Das muss schon wohl dosiert sein. Oh, müssen wir jetzt echt 20 Kilometer buckeln? Nur weil ich es nicht auf der Karte sehe. Glaub, liege aber auch im Alter. Je älter man ist, desto weniger hat man auch Lust auf Mods. Auch zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist WoW. Ich finde, diese ganzen UI-Mods haben WoW einfach komplett zerstört. Also, wenn du nicht das Add-on hast, dann darfst du nicht mit in die Instanz rein und bla 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 und dann wird dir schon angezeigt, wo du stehen musst und eigentlich wird dir angezeigt, gegen wen du kämpfen musst. Da ist ja gar keine eigene Arbeit mehr drin. Dann so richtig. Also, das hat mir persönlich das ganze Spiel dann irgendwann kaputt gemacht. Endgame-Content von WoW habe ich mir deswegen selten angeguckt. Nur wenn ich wirklich meine Gruppe hatte, die einfach so gespielt hat. Ich finde, das ist, kann gut sein, kann aber auch kontraproduktiv sein.
Aber für dieses Spiel hier gibt es keine Mods. Das ist die echte Echtigkeit. Aber wir sind an einer Scheißstelle. Blöd, dass wir in der anderen Richtung nicht fahren konnten. Da waren Schienen, nicht wahr? Da können wir es auf jeden Fall, wenn wir wissen, wo wir langfahren, das besser eingrenzen. Hier ist ein Fluss. Oh, der ist nicht mehr so klein. Nord-Süd geht der, aber wir haben keinen Namen. Sieht auch eher aus künstlich, ne? So ein Bewässerungsding, Kacke. Ich spreche den Entwicklern keine allumfassende Autorität zu, sagt Toastpulver. Manche Dinge weiß er halt nicht und besonders um Spiele zu erweitern, nehme ich gerne Mods hinzu. Klar kann man den Finger auf schlechten Mods zeigen oder Devs die Integration von Mods nicht hinbekommen, aber on the bright side gibt es dutzende Positivbeispiele. Persönlich, wenn man das mag, nicht? Also, wie gesagt, WoW-UI-Mods sind wahrscheinlich für die meisten ein Segen. Und sie finden es gut und ich finde es schlecht, nicht? Das ist halt Geschmackssache. Das ist halt Consuming Gamma. Okay, irgendeine Firma. Was für einen gut ist, kann für einen anderen totaler Müll sein. Zum Beispiel, was ganz schlimm war, war No Man's Sky. No Man's Sky war ein richtig gutes Spiel in meinen Augen, als es rauskam. Und dann wurde es gepatcht und jetzt ist es irgendwie ein stationärer Basenbausimulator. Das macht mir zum Beispiel gar keinen Spaß. Am Anfang war es ein Entdecker- und Erforschungsspiel von Planeten, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das wurde dann zum Beispiel rausgepatcht, weil andere eine andere Vorstellung hatten und die Spieler in eine andere Richtung wollten. Nicht? Das ist halt manchmal blöd, aber es sind halt ja Nuancen und Geschmäcker. Dem einen gefällt es, dem anderen halt nicht. Aber das Gute ist, jeder kann ja das machen, was er selber möchte, ohne dass es der andere nutzen muss. Und das ist wichtig, finde ich. Boah, Mann, die Straße zieht sich aber auch gut. Es sind 20 Kilometer, aber hier kommt auch nichts mehr, oder? Die sieht jetzt nicht so groß aus. Als ob hier wirklich was kommen würde. Wir sind wirklich irgendwo im flachen Nirgendwo von Ungarn gelandet. Ich dachte ja, wenn wir den LKW so ein bisschen folgen, aber die sind nur bis zu den Werken gefahren. Ich glaube, die andere Autobahn liegt in Richtung der Schiene, wo es dann nicht mehr weiterging. Das hier ist alles nur Feldgejuckel. Oh Mann. Was ich zum Beispiel neulich nicht verstanden habe, wo ich mir gerne einen Mod gewünscht hätte, ist, oder generell, was viele Hersteller nicht können, ist, dass man den Bildschirm, auf dem das Spiel startet, auswählen kann. Ich sag mal so, wir haben 2024 und man kann den Bildschirm nicht auswählen, auf dem das Spiel starten soll. Oder er startet einfach nicht beim nächsten Mal auf dem Bildschirm, auf dem man das Spiel gezogen hat. Oh. Und das sind große Hersteller, die so einen Fehler machen. Die Indie-Studios haben das meistens. Und dann fragst du dich auch, leben die Leute überhaupt noch ihre Spiele? Die meisten wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen spiele ich meistens auch nur irgendwelche Indie-Games. Die ganz Großen haben mich auf jeden Fall mega enttäuscht. Um nicht zu sagen, City Skylines und Starfield waren der teuerste Reinfall, den ich jemals bezahlt habe. Aber die Straße wird ja immer besser. Aber ich glaube, hier kommt nichts. Ist das die 15? Könnte das die 15 sein? Oder Kilometer 15 wahrscheinlich eher. Aber wir gucken einfach mal. Das ist der beste Anhaltspunkt, den ich jetzt gesehen habe. Ich habe vorhin schon Zahlen gesehen. Aber ob die was zu bedeuten hatten, ist immer fraglich. Da muss man das Verkehrssystem des Landes kennen, nicht wahr? Da ist die 15.
Nur dieses Stück. Okay, dann kann es das nicht sein. Wenn nur das Stück die 15 ist und die hier weg ist, dann hätten wir ja durch die Stadt fahren müssen. Und das sind wir nicht. Hier gibt es auch nicht die Namen, die ich erwartet hätte, nicht wahr? Okay, hier wird nichts mehr kommen. Zurück. Eine Schiene oder sowas vielleicht. Ah, die sieht man ganz schlecht. Aber hier wäre eine Schiene in der Ecke. Das Dad. Jawohl. Juhu. Mary, Chock, Telki, Patty. Ah, der Kreisverkehr ist das Einzige, was uns irgendwie hilft. Ja. Aber ich glaube, deswegen spiele ich auch das hier mit 18K On-Point-Pinpointing. Und kein anderer auf der Welt. Also gefühlt spielt das kein anderer auf der Welt. Weil ich einfach halt anders bin. Generell weichen meine Interessen, glaube ich, sehr stark von denen von anderen ab. Deswegen kann ich mit dem wenigsten Menschen auch irgendwie generell auf, ja, einen Konsens finden. Weil bei einer Sache passt es, bei der anderen wieder nicht, bei der anderen passt es, bei der dann wieder nicht. Und meistens passt es eher nicht. Aber deswegen ist Stream so gut, da kann ich einfach mein Ding machen. Wie es mir passt. Zum Beispiel bin ich auch kein Fan von Multiplayer-Spielen und ich kenne Leute, die zum Beispiel Sachen nur im Multiplayer spielen. Nicht? Also sogar Spiele, die so gar keinen Sinn machen, Multiplayer zu spielen, wie ein Story-Game, wo nur ein Held vorkommt, wollen die denn Multiplayer-Modus? Weil sie alles zusammenspielen. Okay. Aber ich bin zum Beispiel echt ein Singleplayer-Freund und so Multiplayer-Spiele fallen mir halt auch wieder nicht. Boah, war der so weit weg, der Kreisverkehr? Warum habe ich mir den nicht abgespeichert? Schöne Scheiße. So. Dabbas. Sehen wir Dabbas vielleicht? Wir gehen jetzt einfach das Land durch. Ich glaube, wenn ich hier rumfahre, ich finde nicht mehr. Bujak. Taxoni. Taxoni suchen wir. Taxoni und Dabbas. Und vielleicht da, wo flach ist. Okay, Ungarn ist komplett flach. Gut. Hat sich das auch erledigt? Können wir nicht irgendwas ausschließen? Ich hoffe nicht, dass es anders geschrieben wird, nicht? So wie Tokaji oder so dann. Und das eigentlich Taxoni ist. Lenti, Bück, Günz, Cosma, Ödenburg. Ich glaube, wir müssen echt in der Zoom-Stufe ran. Wir sind echt irgendwo im Nirgendwo und haben so eine kleine Ecke. Boba, Doba, Daba suchen wir, nicht Doba. Bagot, wir suchen aber Boogie. Vers, Paka, Lenti. Tarani, Barks. Tevil, Bikal. Kemis, Siklos.
Boah. Ich hab so, die Ecke hier habe ich schon, weil hier ist wenig los, so von Straßen. Wenn wir noch dichter reingehen, da taucht nicht mehr auf. Ich hoffe, wir sind nicht irgendwo in der Grenzregion und sind auch teilweise in einem anderen Land. Nicht, dass das hier, aber da hätten wir einen Wechsel gesehen, nicht wahr? Okanji, Fuxa, gefühlt bin ich hier schon dreimal über alles drüber. Muss das Ding halt wirklich ins Auge fallen, wenn ich drüber gehe. Sonst suche ich mich zu Tode. Und wir sind so ganz in der Ecke hier hinten drin oder so. Ich meine, wir haben vier Namen. Das heißt, einer von den Namen müsste uns ja dann auffallen. Hier ist auch wenig los, auch eine gute Ecke. Aber Fatschi, Selle, Pere, Kano, Imula, nichts davon gesehen. Okay, wir gehen mal ins Innere. Teji. Föddes, Sap. Ja, nicht mal einen Landkreis haben wir oder so. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, dass wir in Ungarn sind. Das muss man auch sehen. Kumpesa. Tatzla. Ich denke, die werden leicht anders geschrieben. Aber gerade bei Dabas würde ich erwarten, dass ich das sehe. Aber wenn es das kleinste von denen ist, dann wird es natürlich nicht auf der Karte auftauchen. Das ist Neuhof. Da waren wir auch in Kingdom Come Deliverance. Gölle. Gölle, Gölle, Gölle. Tja. Wenn ich jetzt wüsste, welcher von den Orten der größte ist, dann könnte man da drüber gehen. Oxa gibt's hier noch. Vorwahlen? Gut, dazu müsste man aber das Telefonsystem des Landes kennen, in welchen Regionen was vorkommt. Ich weiß das ja nicht mehr in Deutschland. Also, warum sollte ich das ungarische Telefonsystem im Kopf behalten können? Da müsste ich es ja täglich benutzen, damit es irgendwie Sinn macht. Ich hatte auch mal jemanden im Chat, der das auch von Brasilien oder so konnte, aber nicht in anderen Ländern, weil er oft Brasilien gemacht hat oder so. Aber das ist ja dann Special-Wissen, nicht? Das hilft mir ja dann sonst nie weiter. Oxa.
Nicht, dass wir doch hier irgendwo in der Grenzregion zu Rumänien sind. Dann flippe ich nämlich aus. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Sonst hätte ich einen Cut gemacht, aber ich glaube, jetzt lohnt sich kein Cut mehr. Entweder sehen wir es jetzt oder halt nicht. Ja, das ist schon zu weit weg dann. Ja, Richtung Österreich werden wir nicht gehen. Boogie. Ich meine, Boogie ist groß geschrieben. Da hätte ich erwartet, dass es auch am ehesten zu sehen ist. Debrischen Kumpeser. Kumpeser. Vielleicht gucke ich mal danach. Das war das schwierigste Wort. Und es gibt sehr viel Kumpes, Kompass, Kompos. Na, wenn wir bloß über diese Schiene fahren könnten. Zur Autobahn. Nicht eins, wo ich sage, in die Richtung würde es passen. Kun Madras, das passt noch am ehesten, nicht wahr? Konzipier. Also langsam verliere ich auch die Geduld. Oder wir sind richtig dicht an der Hauptstadt dran und ich gucke gerade die ganze Zeit irgendwo anders und die überlagert das. Das hatte ich auch schon oft. Dass, wenn man rauszoomt, nicht die kleinen Sachen um die Stadt halt verschwinden und wir fahren die ganze Zeit so einfach nur hier rum. Axa, es ist wirklich so. Wir sind so dicht an der Hauptstadt dran. Das kann's doch nicht geben. Das Boogie. Alter, das ist so dicht, dass es einfach nicht auftaucht. Das hat das Spiel ganz oft. Oh, Boogie und Oxa hier. Und das Kunshi Kunshatsa. Und das Dabas. So, das heißt, wir sind irgendwo hier. Wir sind nicht mal einen Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Oh. Sieht doch nicht nach Speckgürtel aus, ja, nicht? Aber gut, ist halt anders als Berlin oder so, aber da kannst du halt nicht, also hier, ich hätte hier halt nicht erwartet, das hier. Das ist das Problem. Da guckst du halt mit dem Auge einfach nicht hin. Boah. Richtig fies. Richtige fiese Nummer. Okay, aber jetzt haben wir den Kreisverkehr vor uns. Wenn wir Taxoni noch sehen würden. Kumpesir ist da. So, Kumpesir ist die Straße. Und hier geht's nach Boogie. Wir müssen irgendwo zwischen den beiden sein. Aber hier gibt's keinen Kreisverkehr. Hier wären wir in der Stadt.
Da waren wir nicht. Vielleicht ist er das hier, aber dann hätten wir Häuser gehabt. Aber das sieht schon aus wie die Ecke hier. Aber wo ist Taxoni? Boogie geht nach darüber. Wir müssen irgendwo. Vielleicht ist das da das Ding damit gemeint? Das sieht ja aus wie eine Stadtumrandung oder so. Ist damit Boogie gemeint? Ja, damit ist Boogie gemeint, nicht? Taxoni, da oben. Okay, dann sind wir hier drin. Irgendwo hier. Da, da ist der Kreisverkehr. Ich hab ihn. Boah. Also wir sind eigentlich in der Hauptstadt, wenn du so möchtest. Ist das eine miese Geschichte. So. Und wir stehen jetzt vorm Kickerpass City. Gyryuk Birtok. Vor allem, hier ist auch so viel eingezeichnet, was eigentlich gar nicht da ist, nicht wahr? Kickerpass City. Richtung Osten. Gygurbitok. Hier ist doch ein Straßenname sogar gewesen, nicht wahr? Biguti Dulu 38. Kulum Schalaschatza. Kiskun Schalaschatza. Nicht, dass es noch einen Kreisverkehr gibt hier. Aber der sieht schon gut aus. Hier wäre noch einer. Shit. Okay, also hier sind zwei Kreisverkehre. Es könnte also auch der da sein. Wobei wir dann über zwei Kreisverkehre gefahren wären. Und das haben wir auch nicht gehabt. Bugudi Dulu. Aber im Waterpark haben wir auch nicht gesehen, nicht? Aber wartet mal, wir haben ja eine Schiene. Wir müssen der Schiene nur folgen. Wir kommen von, doch, von hier kommen wir. Und das ist der Kreisverkehr. Das heißt, wir stehen hier. Lasselberger. Ja, den habe ich gelesen. Und jetzt Buguti Dulu. Ytulu Rikjaveri. Fast richtig. Aber irgendwo hier mittendrin, selbst das Wasser hätte ich nicht erwartet. Okay, aber da ist Wasser. Stimmt, das kleine Wasser ist eingezeichnet. Das ist straight Richtung Norden. Das heißt, entweder hier, hier, einer von diesen kleinen Seen könnte das sein. So, und auf der Seite geht's auch die ganze Zeit immer rein mit Wegen. Katze! Und hier geht es rein und nach links in eine Sackgasse. Das ist Südosten. Das heißt so. Südosten. Südosten. Hier, da stehen wir. Xori, Xuxa, Südosten.
Das heißt, wir müssten jetzt Richtung Norden Lasselberger bekommen. Gadze, genauso. Hier ist auf jeden Fall eine Einfahrt. Würde passen. Hinterm Wasser würde passen. Der kleine See fehlt nur. Das kleine Wasser. So, und hier haben wir auch nochmal eine Einfahrt. Nach Spanien. Die fehlt. Wir fahren auch eher nach Osten gerade. Das ist also die Stelle hier. Ja, das ist die Stelle hier. Jetzt kommt die kleine Straße nach hier rein. Und jetzt müsste gleich rechts nochmal eine Straße abgehen. Und eine Bushaltestelle, ja. Guck, das ist es. Das heißt, wir stehen hier vor. Aber die Straße sieht halt nicht so aus wie... Ich kann in die Straße reinfahren. Okay. Sie geht dann nach Südosten. Das könnte das Stück sein. Die ist ja richtig lang. Hier haben wir Krere Prasiki. Ja, das ist es. Okay, Bengo Bongo, wir haben's. 5,06 Meter. Oh mein Gott, Alter. Was für ein Klamauk das war. Ich hätte hier nur... hätte ich hier weiterfahren können an der Schiene, hätte ich es gewusst nicht, dann wären wir zu 51 gekommen. Hier runterfahren wäre ich nirgendwo hingekommen. Ewig nicht. Eventuell hätte ich hier rüberfahren können mit viel Glück. Nach Boogie? Gut. Da ich Boogie nicht wusste, wo es ist, hätte es mir nicht geholfen. Aber da wären wir zur 5 gekommen. Das heißt aber, ich hatte nicht eine 33% Chance, in die richtige Richtung hier zu fahren. Und selbst dann nicht mal richtig, weil ich dann immer in die gleiche Richtung fahren hätte müssen. Und ich bin aber in die falscheste der falschen Richtung gefahren, wie man sieht. View Results. Oh Mann. Aber wegen sind 18.000 Punkte. Wir waren 10 Minuten in Dänemark, 22 Minuten in Jordanien und 42 Minuten in Ungarn. Uff. Das war meine harte Runde. Wir sehen uns zur nächsten wieder. Bis dann und tschüss.